Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video zu Dyson Sphere Broker. Wenn du neu auf dem Kanal bist und dir gefällt, was du siehst, lass mir gerne ein Abo da und für den Algorithmus natürlich ein Like und oder ein Kommentar. Das hilft mir ungemein, damit unterstützt du mich. Und wenn du mal live dabei sein möchtest, wie ich dieses Game oder auch ein anderes zocke, dann komm doch auf meinen Twitch-Kanal, der unter diesem Video verlinkt ist, und es würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Wünsche an der Stelle jetzt noch viel Spaß mit dem folgenden Video. So, moin zusammen. Wir zocken heute Dyson Sphere Broker weiter. Ich habe auch ein wenig offscreen was gemacht, zwar nicht besonders viel, aber ich zeige es euch mal eben. Zum einen habe ich hier den Input und Output der Eisenplatten ein bisschen optimiert, damit wir hier einen schnelleren Durchfluss haben. Und das ist jetzt alles mal liegen gekommen. Ich habe es ein bisschen laufen lassen, damit sich die Lager füllen, also nicht wundern. Dann habe ich auch noch dieses kleine Kupfervorkommen hier mit an die Schmelzen angeschlossen als Priorität, dass das Ding hier mal abgebaut wird. Dann haben wir das hier schon mal los. Und zusätzlich habe ich einfach noch ein paar Dinge beschleunigt. Das heißt, hier zum Beispiel Output und Input. Das habe ich an diversen Stellen durchgeführt. Genauso habe ich auch ein paar Sachen vorgequaftet, damit das schon mal wegfällt und wir jetzt in Ruhe zocken können. Aber was wir zuerst machen müssen, jetzt aktuell sieht es zwar gut aus, ja, weil die Lager schon gut gefüllt sind, aber das reicht nicht aus. Das heißt, laufen die Maschinen, haben wir ein Stromproblem. Daher brauchen wir noch eine Energiequelle. Und da zapfen wir jetzt hier nochmal Kohle an. Bietet sich ja an hier. Und bauen uns hier noch ein paar Generatoren hin. So, irgendwie versuchen, alles reinzukriegen. Das ist jetzt ein bisschen überdimensioniert, aber was soll's. So, das lassen wir zuerst wieder in ein Lager reinlaufen. Jetzt schauen wir mal, wie wir es am besten anschließen. Also Förderbänder habe ich auch einige vorgequaftet. Das noch und dann der letzte. Einmal hier rein. So, da haben wir hier schon mal den Input. Jetzt müssen wir gerade noch Strom hinlegen, dass die ganze Maschinerie schon mal anspringt. Dann brauchen wir 6 Schmelzen. Für Graphit. Setz mal den Input hier rein. Und Christian, auch noch wach. Und dann hier den Output. Das Ganze auch wieder ein Lager dran. Thank you.
noch rauslassen. Stromversorgung. Ach, die Kohle müsste ich auch rüber schaffen. Wäre auch nicht ganz so verkehrt. Ja genau, aktuell ist es ein bisschen schwierig, mich online zu treffen. So. Aber hast du jetzt geschafft. Hier fehlt noch das Band. Dann können wir direkt noch ein paar Generatoren hinsetzen. Hierhin. Einmal hierhin. Das da dran und das. Nein, da fehlt noch. Ach, eins weiter. Müsste eigentlich alles laufen jetzt. Ja, Strom ist auch gut nach oben gegangen. Das sollte erstmal wieder ein bisschen reichen. So, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, die Strommasten müssen noch automatisiert werden. Und dazu nehmen wir uns mal dieses kleine Vorkommen hier. Bauen gerade zwei Schmelzen hin. Mehr brauchen wir da gar nicht. Ja, Eisenplatten. Ja, die haben wir schon dran. Dann brauche ich noch die Spulen. Eisenplatten, Eisenplatten. Achso. Magnete. Machen wir das hier nochmal weg. Nehmen den ein Stück weiter runter. So, dann machen wir mal ein schnelleres dran. Hier reichen die langsam. Schon mal die Magnete. Und die Spulen.
Die Spulen brauchen jetzt noch Kupfer. Das können wir von da hinten her holen. Wie mache ich denn das? Ja, das kriege ich sogar hin. So, hier macht noch mal Kupferplatten. Na, so geht's. Sollte ausreichen. Jetzt erstmal hier alles aufbauen lassen. Wie ich mit Graveyard Keeper zurechtkomme. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gezockt. Ich habe mir auch schon das Wiki reingezogen, um da natürlich ein paar Sachen rauszufinden bezüglich den Rezepten. Und ich werde bei Gelegenheit auf jeden Fall weiterzocken. Und dummerweise weiß ich gerade gar nicht, wo mein aktueller Stand ist. Muss ich selbst mal reinschauen. Aber es läuft. Also es gibt bestimmt noch ein paar Unklarheiten, die jetzt noch nicht beantwortet sind, aber muss ich mal schauen. Aber es geht demnächst auf jeden Fall auch da weiter. So, dann lassen wir hier das Zeug raus. Setzen hier noch so einen hin. Na, das wird zu knapp sein jetzt. Ah, ne, geht. Was brauche ich nochmal für die Masten? Ja, nur die zwei Teile. Geht das schon wieder nicht? Doch. Und wir stellen her Masten. Die müsste ich auch rauslassen. Genau wie die. Und eigentlich können wir die ja direkt ins Lager bringen. Die brauche ich ja nicht auf den Förderband setzen. Mist. So. Eins pro Sekunde und der schafft 0,75. Ja, komm. Gibt's ein Upgrade. Und jetzt haben wir auch unsere Masten automatisiert. Aber das limitieren wir dann doch ein bisschen. Ich denke, das machen wir 3 Stacks. Haben wir dabei, das passt soweit. So. Was ich auch noch automatisieren möchte, sind auf jeden Fall die Bänder. Die Eisenplatten und Zahnräder, die haben wir ja schon produziert. Und zwar hier.
Und da bietet sich das an, hier gerade was abzugreifen. Und das hier zu bauen. Moment, kriege ich da sogar... Ach stimmt, ich habe es ja nicht hier hingesetzt, weil die Teile hier nicht dran gegangen sind, ne? Also das würde gehen, aber hier dann wahrscheinlich wieder nicht. Schade. Noch eins hier rüber und dann hier hoch und hier wieder runter. Gibt wieder eine riesen Kuddelmuddel. So, wie viel brauche ich denn überhaupt? Stopp, stopp. Nein. Keine Zahnräder herstellen. Okay, ich brauche mehr Eisenplatten. So dran. Ja, so funktioniert's. So, dann haben wir die Bänder auch schon automatisiert. Da setzen wir mal ein Limit von... machen wir mal 4 Stacks. So, was können wir noch machen? Genau. Stahl müssen wir noch produzieren. Dazu suchen wir uns ein weiteres neues Vorkommen. Wie das hier zum Beispiel. Dann zapfen wir das nämlich an. Machen wir mal so. Jetzt müssten eigentlich alle abgedeckt sein. Einmal den hier. Einmal den hier. Und zu guter Letzt. Machen wir das noch hier rein. Obwohl, die kann ich eigentlich direkt... Strom dran. Kriege ich da alles rein eigentlich? Könnte funktionieren. Ah, und da? Komm. Achso, die haben ja schon Strom. Ha! Sind ja schon verbunden. So. Mal 6 schmelzen. Mal 2. Und ihr stellt her Eisenplatten. Auch direkt eins vorbauen können und dann einfach nur kopieren und dann wäre das eigentlich schneller gegangen. Erstmal dran gewöhnen, dass es mittlerweile geht. So.
das von hier aus? Nein. So. Da nehmen wir jetzt wegen der Entfernung auch mal ein grünes. Da machen wir Stahl draus. Und das jetzt kopieren. Und er müsste eigentlich gemacht haben. Ja. Ah, lass mich durch. Ach, jetzt hätte ich den Outfit auch direkt dran sitzen können. Na ja, egal. So, das hier anschließen. Das hier mit anschließen. Hier wieder die Lager dran. Und so schnell ist der Stahl fertig. Ja gut, Strom muss noch drin. Die Erze können wir jetzt auch rauslassen. Und dann alles mit Strom versorgen. Ja, da läuft der Stahl.